Hallo ihr Lieben, hier wieder bei Anjas Gartenreich. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es einen ganz, ganz großen Gartenrundgang durch unseren Garten, wie es jetzt aussieht nach 5 Jahren. Das heißt, unser Garten ist ein bisschen was über 2000 Quadratmeter groß und dazu kommt dann auch noch die Streuobstwiese, die auch noch mal 2000 Quadratmeter umfasst. Und das möchte ich euch in diesem Video alles zeigen. Und zwar so sah das Ganze vorher aus. Das heißt, ja, das war eine ziemlich leere Fläche. Natürlich standen die Großbäume schon, also unser Apfelbaum hier und die großen Kirschhochstämme und die Streuobstwiese waren natürlich auch schon da. Aber den Rest haben wir natürlich hier innerhalb von 5-6 Jahren hier angelegt. Und ich führe euch jetzt einfach mal von ganz vorne nach ganz hinten durch und wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Ja, tatsächlich haben wir in der ersten Gartenparzelle, das heißt, es wurde früher mal hier Gartensparten ähnlich genutzt. Das waren also insgesamt hier 6 Kleingärten und die erste Parzelle war bis im letzten Jahr noch verpachtet und da haben wir jetzt noch nicht ganz so viel gemacht. Das heißt, ich habe hier eine Hainbuchenhecke gepflanzt und es steht auch noch ein Stall drin, den wollten wir ursprünglich als Rammlerstall nutzen, haben uns dann aber umentschieden. Aber ich denke, da wird irgendwann mal noch eine Nutzung bekommen. Vielleicht für Wachteln könnte ich mir sehr gut vorstellen, aber im Moment habe ich dafür noch keine Zeit. Das heißt, das muss noch ein bisschen warten. Und außerdem befindet sich hier noch eine Laube. Ja, die blaue Laube hier, die dient zurzeit als Futterlager. Da haben wir verschiedenstes Hühnerfutter, Körnermischungen und so weiter drin und Kaninchenfutter. Und weiter sind wir noch nicht gekommen. Das heißt, die Laube, da steckt noch viel Potenzial drin und in den nächsten Jahren werden wir die wohl sicherlich renovieren und mal schauen, wie wir die dann nutzen. Das wissen wir noch nicht genau. Ja, und außerdem befindet sich hier unsere Weidenhecke. Ich hatte ja gleich zu Beginn, als wir hierher gezogen sind, das Jahr drauf eine Weidenhecke gepflanzt. Einen Weidenzaun als lebendigen Zaun, vor allen Dingen, weil ich wusste, dass ich mir Kaninchen anschaffen möchte und das als Futterquelle dienen sollte und natürlich auch als Windschutz und Sichtschutz. Das war so, ja, meine Intention. Tja, leider ist durch die Dürrejahre 2018, 19 und 20 die Weidenhecke nur spärlich angewachsen. Das heißt, nur die dicksten Zweige, die ich gesteckt hatte, sind angewachsen und die dünneren sind vertrocknet. Aber nichtsdestotrotz bin ich total zufrieden. Die ist jetzt richtig schön dicht geworden und ich kann mir natürlich dort regelmäßig Futter auch für die Kaninchen ernten. Und genau hinter der Laube ist auch die Kaninchenvoliere direkt gegenüber von diesem Weidezaun, wo ich eben dann regelmäßig Futter für die Kaninchen ernten kann. Und da hatten wir ja letztes Jahr die neue Kaninchenvoliere gebaut, damit wir die Kaninchen ein bisschen artgerechter in der Gruppe halten können. Und es klappt, wie ihr seht, auch total gut. Und im Frühjahr jetzt haben wir da auch noch einen Auslauf dran gemacht. Allerdings müssen wir den jetzt noch etwas sichern, denn wir haben leider ein Jungtier verloren durch eine Katze. Und deswegen wollen wir da jetzt noch so ein Vogelschutznetz oben drüber spannen und unten alles gut verdichten, dass die Jungtiere auch nicht rauskommen und die Katzen auch nicht reinkommen, sodass wir nicht noch mehr Jungtiere verlieren. Das wäre echt schade. Deswegen sind wir gerade dabei, das noch ein bisschen zu sichern und dann dürfen die Kaninchen auch wieder in ihren Auslauf raus. Aber selbst in der Voliere haben sie auch recht viel Platz. Ja, da hat sich jetzt eine ganz schöne Matte gebildet unten, weil wir jetzt von der Streuobstwiese recht viel Gras immer gesenzt haben und da bleibt dann auch immer mal was übrig und ja, das muss ich dann auch bald wieder alles rausholen. Ja, und dann geht es auch schon weiter in die nächste Gartenparzelle. Und ich habe ja hier gegenüber von der Kaninchenvoliere, das sind ja 3 kleine Buschbäume, Apfelbuschbäume, die hier schon standen.
Und das war so eine kleine Wiese, wo so drei Bäumchen drauf standen. Und dort diese Bäumchen, die habe ich jetzt unterpflanzt. Das heißt, wir hatten dort die Kaninchen eine Zeit lang und deswegen, sie haben dort immer schön hingekotet und hinuriniert. Und deswegen ist der Boden jetzt dort schön aufgefrischt mit Dünger. Und dort habe ich jetzt zum Beispiel als Unterpflanzung für die Obstbäume verschiedene Blühstauden für die Insekten eingebracht, zum Beispiel Lupinen und auch das Mutterkraut, was total super bei uns hier wächst. Also das wären riesige Stauden und das sieht immer sehr, sehr schön aus. Und der Gewürzfenchel steht hier auch noch und verschiedenste andere Stauden, wie zum Beispiel die Witwenblume, die auch sehr gut für Insekten ist, und auch die Himbeeren. Ich habe hier reichlich Himbeeren unterpflanzt, denn ich habe ja hier schon überall auf dem ganzen Grundstück ganz viele Himbeersträucher gepflanzt und ich nehme dann immer mal wieder Ableger davon und pflanze sie dann an anderer Stelle und das werden dann eben Jahr für Jahr eben solche großen Büsche und dann können wir natürlich reichlich Himbeeren ernten, denn ich möchte ja immer mehr Beeren auch gerne ernten, auch zum Einfrieren für den Winter und so weiter, dass wir auch wirklich autark sind mit den Beeren. Das ist mir ganz wichtig. Ja, jetzt momentan sind ja die Erdbeeren dran, die zeige ich euch gleich noch. Jetzt befinden wir uns erstmal hier weiter vorne und hier sind auch die Meißner Widder noch. Da haben wir ja auch im Frühjahr noch so eine kleine Voliere aufgebaut, dass die auch ein bisschen mehr Platz haben. Was wir mit denen vorhaben, weiß ich noch nicht ganz genau. Die werden auf jeden Fall nicht geschlachtet. Hilde und Waltraud sind das. Und die sollen eigentlich also als Zuchthäsinnen dienen und uns ein paar Würfe schenken. Aber wir haben mittlerweile noch keinen Zuchtrammler. Und deswegen wissen wir auch noch gar nicht, ob wir das überhaupt machen. Vielleicht behalten wir sie auch einfach als Haustiere. Das ist noch offen. Das heißt, hier befindet sich diese Voliere und wenn wir dann weitergehen, da kommen wir dann in den Bereich, wo unsere rote Laube steht. Die nennen wir immer rote Laube, weil sie eben so einen roten Anstrich hat. Und das ist ein großer Unterstand. Das heißt, wir haben die Laube total entkernt, als wir hierher gekommen sind, weil wir wollten einfach alles rausholen, alles ordentlich sauber machen. Und die nutzen wir jetzt praktisch für Feiern oder wenn wir uns mal mit Freunden treffen. Und da haben wir auch unsere Sitzecke. Das heißt, da steht auch noch eine Hollywood-Schaukel und ein Trampolin. Und da halten wir uns halt größtenteils auf. Da können die Kinder mal malen draußen oder wir grillen oder was auch immer. Also das ist eher so ein Freizeitbereich und dort habe ich noch ein schönes großes Staudenbeet hingepflanzt und eine Maulbeere. Und die Maulbeere, das ist die Illinois Everbearing, die ist wohl sehr, sehr schmackhaft. Also die Beeren sind extrem schmackhaft. Also das ist mit so die schmackhafteste Sorte der Maulbeeren. Maulbeeren, wie ich immer sage, sehr trockenheitsresistent. Es gibt viele Früchte und die Bäume werden recht groß und sie sind auch als Futterquelle beerntbar. Das heißt also, die Maulbeerblätter, die werden sehr gerne von Schafen, Ziegen, Kühen und eben auch Kaninchen gefressen. Deswegen finde ich auch die Maulbeeren so toll, die ja jetzt auch schon zuhauf hier im Garten stehen. Einige lasse ich natürlich gerne groß, zu richtigen großen Bäumen werden. Und einige beernte ich mir auch praktisch wie eine Art Kopfweide, die dann immer mal wieder runtergeschnitten wird, um eben daraus auch Futter für die Tiere zu gewinnen. Denn gerade wenn die Sommer so trocken sind und man hat dann kein Gras mehr oder man hat eben gerade seine Streuobstwiese gemäht, um da Heu zu machen, dann ist es halt toll, wenn man für die Kaninchen noch eine andere Futterquelle hat. Und da greife ich dann eben gerne auf Bäume zurück, also zum Beispiel eben Apfelbaumreiser oder eben Topinambur-Austriebe oder eben Maulbeeren, diese Maulbeerblätter, Weiden, Ruten, die Hainbuchenhecke, die soll auch irgendwann auch als Futterquelle dienen und dann braucht man die auch nicht ständig dann im Winter zurückschneiden, sondern man beerntet die Hecke sowieso regelmäßig und damit ist der Rückschnitt praktisch schon erledigt. Und so versuche ich daran, da eben zu denken. So wurde das auch früher gemacht. Früher haben die Leute ja auch alles genutzt, was sie so bekommen konnten und was sie für ihre Tiere natürlich auch nutzen konnten. Genau. Und in diesem Bereich befindet sich
praktisch dieses schöne große Staudenbeet. Und wenn wir dann weiter nach hinten kommen, da kommt dann unser kleiner Teich und da geht dann der Gartenbereich los. Das ist dann praktisch der nächste Garten, der dritte Garten schon im Bunde. Dort geht dann der Bereich los, wo eben dann unser Teich kommt, unser kleiner. Den haben wir angelegt als Biotop und weil es halt auch so wichtig ist, einfach Wasser im Garten zu haben. Wir können hier Vögel beobachten. Jeden Tag kommen hier zahlreiche Vögel zum Trinken. Wir können natürlich Insekten beobachten. Die kommen hier zum Trinken und die Artenvielfalt, die erhöht sich einfach sehr, wenn man eben so eine Wasserquelle eben im Garten hat und auch die Libellen kommen und es ist halt immer schön, das auch zu beobachten. Dieses Jahr hatten wir auch schon einen Frosch drin, der hat sich aber wieder verzogen, wer weiß, wo der hin ist, aber im letzten Jahr hatten wir auch zwei Frösche hier drin, haben uns auch sehr gefreut. Wir hoffen einfach, dass wieder einer zu uns findet, das würde uns echt freuen. Genau, und wenn wir dann eben weiter vom Teich weiterlaufen, haben wir halt auf der linken Seite des Teiches, da habe ich vor 2 Jahren einen kleinen Quittenbaum hingepflanzt und als Unterpflanzung dort verschiedenste Sachen, auch wieder die Minze und daneben eine Kombination, die ich sehr, sehr schön finde, aus einer Apothekerrose mit Lavendel und Mutterkraut und das ist auch eine, finde ich, eine super schöne farbliche Kombination. Das fängt jetzt alles an zu blühen, blüht alles gleichzeitig und dahinter habe ich noch Phacelia ausgesät, einfach ein bisschen als Blühstreifen für die Insekten und auch die Nachtfaltermischung habe ich dort ausgesät und da kommen jetzt auch einige Malven hoch und einige Nachtkerzen und ja, es ist einfach, ich finde es sehr schön geworden, auch die Birne, das ist eine asiatische Birne, die Nashi-Birne, die habe ich dahin gepflanzt, auch wieder mit Minze als Unterpflanzung. Also ihr seht, es ist eigentlich alles komplett mit Kräutern, Stauden, Blumen irgendwie zugepflanzt. Und ich glaube, das ist halt auch etwas, was viele Leute, die bei uns über den Gartenzaun schauen, irritiert, weil viele denken dann, das ist irgendwie Unkraut oder irgendwas, was wächst denn dort und es sieht komisch aus. Oder das hängt aber auch oft damit zusammen, dass ich die Blumen und Stauden auch in die Blüte gehen lasse, also in den Samen gehen lasse. Und zum Beispiel unser riesiger Kohl, der ist wirklich riesig geworden und der hängt jetzt voller Samenstände. Und und das sieht dann manchmal wahrscheinlich etwas merkwürdig aus. Oder auch der Mangold, der jetzt in den Samen geht. Das werden dann riesige Pflanzen und die hängen dann voller Saatgut. Das ist echt so eine schöne Sache. Aber ja, die habe ich natürlich auch. Ihr wisst ja, dass ich auch mein Saatgut gerne weitergebe. Ab Oktober, November geht es wieder los mit dem Saatgutverkauf. Und da könnt ihr gerne mal reinschauen in meinen kleinen Shop, wenn ihr das gerne möchtet. Und uns hier unterstützen wollt bei diesem Gartenprojekt. Genau, und da geht es auch weiter mit den Ackerbohnen. Die werde ich jetzt auch bald alle abernten und in dieses Beet werden dann die Winterkohle kommen. Das heißt, ich werde die Ackerbohnen nur unten abschneiden. Die Wurzel bleibt im Boden, denn dort haben ja die Knöllchenbakterien Stickstoff gesammelt und die Wurzel zersetzt sich dann und dient dann praktisch mit als Dünger für, hier ist er gerade, ich hörte schon die ganze Zeit, ich glaube, das ist ein Rotschwänzchen. Und das zwitschert die ganze Zeit hier. Genau, und gegenüber vom Teich beginnen dann auch die beiden vorderen Hühnerausläufe, wo ja jetzt auch der Henry drin ist mit seinen 4 Damen, die Sachsenhühner. Und mit denen hatten wir ja dieses Jahr nicht so viel Erfolg. Das heißt, der Henry, der ist anscheinend in die Jahre gekommen und begattet seine Damen nicht mehr. Und so konnten wir dieses Jahr keinen Nachwuchs von der Gruppe haben. Das war wirklich sehr schade. Gerade mal ein Küken von 30 Eiern ist ein Ei ausgeschlüpft. Also das ist wirklich gar nichts. Und ja, so ist es aber halt manchmal. Kommt vor. Und da müssen wir uns dann überlegen, was wir jetzt mit dem Henry und den 4 Hennen machen. Ein normaler Züchter würde wahrscheinlich sagen, naja, essen halt. Aber das wollen wir irgendwie nicht. Mal schauen, vielleicht mache ich dazu auch nochmal ein extra Video über diese ganze Hühnerhaltung, Hühnerzüchterei, was ich darüber denke. Und vielleicht mache ich dazu nochmal ein extra Video an anderer Stelle. Heute soll es ja mehr um den Gartenrundgang gehen. Und da haben wir eben den Hühnerauslauf und den habe ich ja bepflanzt. Also vor 2 Jahren habe ich dort Holunderstecklinge reingepflanzt.
die sind echt wahnsinnig gut abgegangen. Die sind jetzt in voller Blüte. Die sind echt riesig groß geworden. Und da, ja, es ist echt total schön. Holunderbeeren, Quittenbäumchen, eine Sternrinette, ein Apfelbaum und am Zaun wachsen Weintrauben. Und als Unterpflanzung für die Weintrauben habe ich auch noch Erdbeeren gesetzt. Am Zaun wachsen außerdem noch Himbeeren. Also ihr seht, ganz, ganz viele Bäume und Sträucher. Ich setze ganz, ganz viel hier in dieser kleinen essbaren Landschaft eben auf. Wiederkehrende Stauden, die man beernten kann, die man essen kann, und Bäume und Sträucher. Einfach, weil man damit relativ wenig Arbeit hat und die aber dann über die Jahre relativ viel Essen abwerfen. Und ich glaube, das ist wirklich eine gute Denkweise. Das heißt natürlich, so eine Permakultur, also eine permanente Landwirtschaft, ja, die einfach mehr auf permanente Stauden und Kräuter und Obstgehölze, Bäume setzt als Nahrungsgrundlage. Vielleicht auch ja, Nüsse, ganz wichtig. Wir haben ja auch die große Walnuss noch, drei große Walnussbäume noch hinten. Und ganz, ganz wichtig, ja, Nüsse ist eine super Proteinquelle. Und jeden Tag eine Handvoll Nüsse ist wirklich sehr, sehr gesund, auch für die Nerven und so weiter. Und ja, die Permakultur setzt ja eben auf diese permanente Landwirtschaft. Und ich finde das eben auch sehr, sehr gut. Natürlich gehören die einjährigen Pflanzen, Gemüsepflanzen auch dazu. Allerdings merke ich, dass bei dieser großen Fläche, an die ich jetzt bewirtschafte hier mit 2300 Quadratmeter Gartenland, das für eine Person eigentlich schon recht viel ist. Und ich einfach dann nicht mehr so hinterherkomme mit den ganzen einjährigen Gemüsepflanzen. Das heißt also, Kulturen, die starke Aufmerksamkeit brauchen, wie zum Beispiel Brokkoli, der wurde mir in diesem Jahr komplett von den Schnecken weggefressen. Da sind wir jetzt auch gleich schon hier im Mandala-Beet, was ja auch ein bisschen fürs Auge sein soll, aber auch natürlich auch Ertrag bringen soll. Und da habe ich euch ja vor einigen Videos gezeigt, wie ich meinen Brokkoli gesetzt habe. Das waren wirklich wunderschöne, kräftige Pflanzen, die ich gezogen habe. Und die wurden alle komplett von den Schnecken weggefressen, weil ich einfach nicht schnell genug hinterher war. Schnecken waren eben schneller. Und und das meine ich eben, es gibt bestimmte Kulturen, die einfach besondere Aufmerksamkeit brauchen. Und daran hapert es dann einfach teilweise zeitlich, weil ich habe ja auch drei kleine Kinder. Und die wollen natürlich Kindergeburtstag feiern und die wollen natürlich Feste haben und feiern. Und die wollen natürlich auch ihre Zeit haben. Das ist ja ganz logisch. Und deswegen bin ich da einfach noch nicht so hinterher. Da bräuchte ich einfach noch ein bisschen mehr Hilfe, um auch schwierigere Kulturen einfach anbauen zu können, wie zum Beispiel Blumenkohl und Brokkoli, wo man einfach regelmäßig schauen muss, sind Raupen am Kohl oder sind die Schnecken da oder braucht der Kohl irgendwie vielleicht noch eine Düngung, noch eine Nachdüngung. Und das ist momentan einfach nicht drin. Also müssen wir dieses Jahr wieder ohne Brokkoli leben. Das ist halt jetzt einfach so. Und genauso geht es mir auch mit dem Blumenkohl hinten. Vielleicht konnte ich da noch ein paar Pflanzen durchs Umsetzen noch mal retten. Das weiß ich noch nicht. Das werde ich dann in 2 Monaten sehen, ob ich dann Blumenkohl mal ernten kann oder nicht. Aber natürlich weicht die Permakultur auch gerne dann auf andere Sachen aus, wie zum Beispiel den ewigen Kohl oder eben den Blattkohl, der bei mir wiederum sehr, sehr gut gedeiht. Das heißt, hier auch im Mandala-Beet habe ich eine ganze Reihe mit Blattkohl, mit Unterpflanzung Kamille, und die Kamille wird ja dann bald abgeerntet und der Blattkohl, der darf dann wachsen den ganzen Winter über, und der geht halt ziemlich gut bei mir. Von daher baue ich recht viel davon an. Der ist ziemlich anspruchslos. Natürlich muss man ihn gut vorher düngen, aber dann war es das auch. Und da muss ich nicht so extrem hinterher sein. Das heißt also Palmenkohl, Grünkohl. Dieses Jahr möchte ich auch mal den Red Russian Kale ausprobieren. Das ist auch ein Blattkohl. Den werde ich jetzt die Tage bald aussehen. Und auch einiges habe ich ja schon wieder ausgesät, den Rosenkohl und den Grünkohl. Da geht dann, diese Kulturen gehen dann dort hinein in die Beete, wo ich jetzt noch die Ackerbohnen habe. Und dann versuche ich eben ganz viel Blattkohl anzubauen. Und den Blattkohl, den verwerte ich dann so, indem ich den zum Beispiel roh esse oder in Smoothies verwerte oder einfach
wie auch wie Brokkoli verwende. Das heißt einfach schön fein schneiden und in Butter und Zwiebeln andünsten. Das schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Und man kann den wirklich überall an alle möglichen Aufläufe oder Gerichte einfach dran mitmachen, anbraten. Es schmeckt hervorragend. Kann ich wirklich empfehlen, wenn man auch nicht so viel Zeit hat für den Garten, dass man es wirklich mal mit diesem Blattkohl versucht. Ja, das ist nur so mein Tipp für euch, weil der einfach, denke ich, zumindest bei mir, ist der viel anspruchsloser als der Blumenkohl und der Brokkoli. Ja, und Weißkohl und Rotkohl habe ich extra gesondert in einem Beet vorne. Dort hatte ich mal Erdbeeren drin, aber das ist nichts geworden, denn das Beet ist teilweise beschattet. Und dort waren auch enorm viele Schnecken drin letztes Jahr. Und dieses Jahr habe ich dort eben Weißkohl und Rotkohl drin. Und der sieht ganz gut aus. Da bin ich also guter Dinger, dass das auch was wird. Und das steht in Mischkultur mit Sellerie. Sellerie soll wieder dafür sorgen, dass die Insekten, die Kohlweißlinge, etwas verwirrt werden. Denn nein, ich habe meine Kohlpflanzen nicht mit Insektenschutznetzen geschützt, weil ich einfach keine Muße mehr dazu hatte, muss ich ehrlich zugeben. Ich möchte mich wirklich hauptsächlich darauf konzentrieren, dass ich sehr viele rote Beete habe. Ich habe hier auch im Mandala-Beet eine Reihe rote Beete und diese werde ich nutzen zum Einkochen, die ganzen rote Beete, die da stehen. Die habe ich jetzt schon etwas eher, schon im März oder April ausgesät. Die sind also jetzt schon ein bisschen größer und die werde ich dann zum Einkochen verwenden. Die werde ich dann ungefähr in 2 Monaten alle rausernten und einkochen. Und dann habe ich jetzt vor, ja, so satzweise, immer mal so 2 Wochen später, dann wieder 2 Wochen später und wieder 2 Wochen später noch andere Beete hier ringsherum, auch im Mandala-Beet und auch hinten noch eingesät mit rote Beeten. Und die werden dann zum Lagern für den Winter sein. Also die werden wir dann wieder in unserer kleinen Waschmaschinen-Erdmiete, kann ich euch gerne verlinken, wie wir die gebaut haben, werden wir die einlagern, sodass wir dann im Winter auch frische rote Beete haben. Kann ich euch auch echt empfehlen, so eine kleine Waschmaschinentrommel einfach einzubuddeln und die dann zu benutzen als, ja, als Erdmiete. Denn dort drin bleiben eure Möhren und eure rote Beete, also alles, was Wurzelgemüse ist. Ich habe dieses Jahr auch das erste Mal Kohlrüben angebaut. Die bleiben dort schön frisch und ihr könnt sie das ganze Jahr über rausholen, auch im Winter, und könnt sie dann frisch verzehren. Finde ich eine ganz, ganz tolle Sache. Ich werde wahrscheinlich auch dieses Jahr noch eine einbuddeln und darin vielleicht auch noch ein paar Kartoffeln lagern. Mal gucken. Genau, jetzt geht es erstmal hier weiter mit dem Mandala-Beet. Hier sind also ja immer so streifenförmig nach außen diese Beete angelegt, einzelne Streifen. Und hier stehen zum Beispiel auch die Erbsen, die dieses Jahr wunderschön sind. Jetzt haben wir schon einige Zuckerschoten geerntet und die blühen wunderschön. Da werden wir dann Zuckererbsen ernten können, aber das ist natürlich auch nichts jetzt für die Selbstversorgung. Das heißt, Erbsen baue ich momentan noch nicht im großen Stil an. Das ist wirklich nur etwas zum frisch auf die Hand essen, denn man bräuchte wirklich eine viel größere Fläche, um dann auch noch Erbsen für sich haltbar zu machen. Erbsen kaufe ich als Bioware auch im Supermarkt ein, dann für den Winter. Genau, und daneben steht der Salat. Ist auch wunderschön geworden. Und links daneben der Fenchel. Fenchel, also Knollenfenchel, gelingt hier bei mir auch immer super, ohne dass ich was dazu tun muss. Auch die Schnecken gehen da überhaupt nicht ran. Also Knollenfenchel gelingt ganz klasse. Der braucht ja auch ein bisschen guten Dünger. Und ja, ihr wisst ja, ich dünge immer mit meiner Jauche, Hühnerjauche oder mit meinem Kaninchenmist. Und das mögen die sehr gerne. Und dann steht auch noch eine Reihe Ackerbohnen daneben und dort, wie gesagt, kommt dann der Rosenkohl oder der Grünkohl rein für den Winter. Ja, und so zieht sich das hier hin, alles ziemlich kunterbunt durcheinander gemischt. In dem anderen Beet habe ich noch den Kohl und weiter hinten an der Mauer steht noch recht viel Spitzwegerich und ich habe jetzt den Spitzwegerich so ein bisschen für mich wirklich entdeckt. Ich nehme jetzt jeden Abend so eine Handvoll Spitzwegerich mit nach drin und esse den total gerne auf ein Stückchen frisch gebackenes Butterbrot. Mm, das ist richtig herrlich, probiert das mal aus. Die ganz frischen, noch richtig schön grünen, saftigen Triebe des Spitzwegerich, die schmecken echt richtig gut. Oder auch kleingeschnitten mit in den Salat hinein. Das ist also für mich zurzeit so eine richtige, schöne Kräftigung, muss ich sagen.
Und der Spitzwegerich kommt auch zu mir. Das heißt also, der breitet sich hier wirklich ganz schön rasant aus. Und das ist für mich dann so ein Zeichen, dass ich da vielleicht auch mehr davon konsumieren sollte. Deswegen verwende ich den Spitzwegerich jetzt wirklich relativ regelmäßig und oft mit in der Küche. Und Zwiebeln stehen hier noch und auch ein bisschen Mangold und auch wieder verschiedenste Kerbel, zum Beispiel noch verschiedenste Kräuter und natürlich auch immer an den Ecken und Rändern noch Minze oder auch die Monarden und die Bartnelken. Königskerzen suchen sich bei mir immer selber ihren Platz und natürlich die Winterheckenzwiebeln und die gehen jetzt schon in den Samen, da werde ich auch bald wieder Samen ernten von der Winterheckenzwiebel und die habe ich auch selber noch mal ausgesät dieses Jahr und werde die auch noch mal mehr in Baumscheiben und so weiter auch auf der Streuobstwiese verteilen. Denn Winterheckenzwiebel ist echt so was Tolles, wenn man wirklich mal keine Zwiebeln hat, dann kann man dort immer hingehen und kann sich dort Lauch ernten und den Zwiebellauch einfach essen. Der ist auch recht mild, also uns schmeckt der so richtig gut. Und der ewige Kohl steht dort natürlich, da ist eine riesige Hecke jetzt draus geworden. Und ja, neben dem Kohl steht dann noch der Schnittknoblauch, den kann ich auch sehr empfehlen, der ist auch sehr, sehr lecker. Und ja, so zieht sich das halt hin, bis wir dann eben wieder weiterkommen. Das heißt, nach dem Mandala-Beet kommt dann der nächste Garten, die nächste Gartenparzelle praktisch. Und dort haben wir ja unseren Untergang gebaut. Denn unser Grundstück ist ja das ganze Gartengrundstück sehr lang gezogen und da möchte ich verschiedene Gartenräume gestalten, sodass man nicht, wenn man am einen Ende steht, schon ganz nach hinten durchschauen kann, sondern dass man eben das Gefühl hat, man betritt verschiedene Räume und geht immer weiter hinter. Und deswegen haben wir hier auch eben so einen Unterstand, damit wir eben in die Höhe gärtnern können. Und dort ranken ja verschiedene Pflanzen lang hoch, wie zum Beispiel die Akebie, der Blaugurkenwein, der rankt jetzt auch schon bis nach oben und den kann ich jetzt auch schon ein bisschen nach oben lenken, sodass der dann irgendwann diesen ganzen Unterstand richtig schön zuwächst. Und auf der anderen Seite steht noch Wein und verschiedene Beeren, die Loganbeeren und Thaibeeren. Ja, es ist einfach Wahnsinn, was so zusammenkommt. Also ich pflanze ja jeden Herbst hier verschiedenste Pflanzen. Jetzt langsam bin ich fertig. Also fertig ist man ja nie wirklich, aber langsam habe ich jetzt so ein Arsenal an Pflanzen zusammengesammelt, dass ich mir auch meine Stecklinge davon selber gewinnen kann und dass ich dann nicht mehr ganz so angewiesen bin darauf, mir aus der Baumschule immer wieder neue Pflanzen zu kaufen. Und ich mache das immer so, wie mein Budget das hergibt. Das heißt also immer einmal im Monat im Herbst, so in der Zeit von September beginne ich meistens bis Dezember oder Januar pflanze ich. Und natürlich an frostfreien Tagen ist ganz klar. Und bis Januar versuche ich das alles immer so hinzubekommen. Und dann im nächsten Jahr geht es wieder weiter. Und Bäume pflanze ich bevorzugt wirklich in den Monaten Oktober bis Dezember. Denn später dann, wenn es auch wieder wärmer wird, dann im März und so weiter und trockener, finde ich das jetzt nicht ideal, dann muss man die Bäume so oft wässern. Und deswegen pflanze ich wirklich Bäume und Sträucher, Stauden bevorzugt im Herbst. Ja, und so sammelt sich das an. Wir sind jetzt im sechsten Jahr, das heißt, wir sind hier 2016 hergezogen, 2017 haben wir angefangen hier zu gärtnern. Und es hat sich dann eben immer nach und nach, haben wir uns immer weiter nach hinten gearbeitet. Und jeden Herbst eben unsere Pflanzen hier gesetzt. Und man sieht, es wächst und es gedeiht jetzt richtig schön. Und jetzt können wir auch schon die ersten größeren Ernten einfahren. Und das ist eben auch das, was ich vorhin noch sagen wollte. Permakultur finde ich halt eine richtig tolle Sache. Denn es umfasst ja nicht nur
den Garten. Ja? Permakultur zieht sich ja eigentlich durch alle Lebensbereiche. Die Permakultur stützt sich ja auf die drei Säulen, nämlich Earth Care, also die Sorge für die Erde, People Care, die Sorge für den Menschen, und Fair Share, dass man eben seine Ressourcen auch teilt und verteilt. Und ja, und ich finde das einfach, das ist ja eine Lebensphilosophie, und deswegen kann man die Permakultur eigentlich nicht nur auf den Garten anwenden, sondern auf alle Lebensbereiche. Und ja, und ich finde einfach diese Ideen dahinter sehr, sehr spannend und sehr, sehr schön. Und es dauert eben auch, um eine essbare Landschaft anzulegen und eben dann auch davon diese großen Ernten einzufahren, dauert natürlich ein paar Jahre. Ja, man kann natürlich nicht erwarten, dass man im ersten Jahr schon von seinen frisch gepflanzten Johannisbeersträuchern 5 Kilo erntet, sondern vielleicht erst im 4. oder 5. Jahr. Auch Himbeeren kommen erst im 5. Jahr in den Vollertrag. Und so dauert es natürlich auch, die Buschbäume, die Halbstämme, die Hochstämme, die tragen dann teilweise erst nach 10 bis 15 Jahren. Also man sieht, so eine Permakultur dauert lange, bis man wirklich viel davon ernten kann. Aber es lohnt sich dann auf lange Sicht, und es ist, finde ich, ein sehr zukunftsfähiges Modell. Und es ist natürlich auch etwas, was man auch für zukünftige Generationen mit anlegt. Und ich finde, dass gerade heute diese Gedanken ganz wichtig sind, auch diese weiterzutragen und zu transportieren. Und dass es eben gerade heute auch so wichtig ist, wirklich sowas anzulegen, um vielleicht auch seine Familie auch auf längerfristigere Sicht mit Lebensmitteln Sicherheit, in Lebensmittelsicherheit auch zu wissen. Und dass wir vielleicht auch umdenken und eben auch die Ressourcen einfach nutzen, die wir hier haben. Vielleicht weniger Getreide essen, aber dafür vielleicht 3, 4 Esskastanienbäume pflanzen und vielleicht aus den Esskastanien eine Art Kastanienmehl herzustellen und das dann mit unter den Dinkel zu mischen. Oder ja, also einfach Alternativen zu finden. Und vielleicht auch wieder mehr Wildkräuter in seine Ernährung einzubinden, wie jetzt zum Beispiel der Spitzwegerich, ja, der wächst ja, ohne dass ich etwas dafür machen muss. Und warum dann nicht auch das nutzen? Denn er ist ja jetzt so kräftig und er strahlt mich förmlich voller Kraft an. Und diese Kraft, die nehme ich ja auf, indem ich den esse. Und so weiter. Ich könnte da jetzt wirklich stundenlang mit euch irgendwie darüber reden. Und ich denke, deswegen mache ich wahrscheinlich auch diese Videos, um einfach diese Gedanken weiterzutragen, die mich auch selber so inspirieren. Ja, und dann gehen wir einfach mal weiter in dem Garten hier lang. Da steht das Gewächshaus, da habe ich jetzt verschiedenste Tomaten reingesetzt. Und da sind auch noch ein paar übergroße Kohlrabis drin, die ich jetzt bald ernten werde. Und da habe ich auch meine ganzen Topfpflanzen, die ganzen Kräuter habe ich euch ja im letzten Video gezeigt. Über den Jahresbedarf an Teekräutern, den ich mir zurecht mache, kann ich euch auch gerne hier oben nochmal verlinken. Und ja, und dann gehen wir natürlich weiter vor das Gewächshaus und auch ein paar Tomaten eingezogen jetzt erst. Deswegen sehen die noch ein bisschen mickrig aus, aber das wird alles noch. Und ja, und direkt gegenüber von dem Gewächshaus, da befindet sich mein Waldgartenbeet. Und das Waldgartenbeet, da sind ja verschiedene, die Witwenblume ist drin, einfach für die Insekten. Die samt sich auch wie verrückt selbst aus, kommt immer wieder, ist eine überdauernde Staude. Und aber natürlich Waldgartenbeet verlinke ich euch gerne auch hier oben, was damit gemeint ist, nämlich dass man in verschiedenen Schichten gärtnert und dann eben auf kleinerer Fläche sehr viel ernten kann. Das heißt also, man hat die Bodenschicht, zum Beispiel haben wir hier die Erdbeeren drin und auch Walderdbeeren als Bodendeckerschicht. Dann kommt die kleinere Strauchschicht mit den Johannisbeeren oder Honigbeeren, sibirische Heidelbeere. Und dann kommt eben eine höhere Strauchschicht mit dem rotlaubigen Holunder hier oder der essbaren Ölweide. Und was haben wir da noch drin? Und der Felsenbirne, das ist die Felsenbirne Ballerina, die ist ganz, ganz lecker. Felsenbirne müsst ihr unbedingt anbauen, ist total lecker. Auch so ein vergessenes Wildobst, woran sich keiner mehr so wirklich erinnert. Aber auch wieder etwas, was ihr einmal pflanzt, vielleicht euch 1, 2 Jahre drum kümmert, schön mulcht, schön gießt. Und dann wächst es von alleine und ihr könnt jedes Jahr eure Felsenbirnen ernten und die Vögel freuen sich auch.
Tja, und als Unterpflanzung habe ich dort ja auch noch ganz, ganz viele Erdbeeren. Aber ja, die Erdbeeren bedürfen schon recht großer Pflege, denn dort wächst zum Beispiel auch die Ackerwinde. Und da bin ich auch gerade bei meinem nächsten Thema, denn ich gärtnere ja jetzt viel ohne Umgraben, schon seit 3-4 Jahren. Und und ich pflanze ja auch gerne Stauden und so weiter und auch Büsche direkt an die Beete des Gemüses ran. Und da merke ich jetzt schon auch, dass natürlich auch dadurch die Wurzel und Kräuter einfach ein besseres Spiel haben. Ja? Das heißt also, dadurch, dass ich nicht mehr umgrabe, nur lockere und so weiter, dadurch bringe ich zwar die Bodenschichten nicht durcheinander und der Boden wird einfach lockerer, fluffiger und besser, aber die Wurzel und Kräuter, wie zum Beispiel eben der Ackerschachtelhalm, den ich jetzt hier vermehrt auch in meinen Wegen habe, denn er liebt ja dieses Verdichtete. Und auch die Ackerwinde, die haben natürlich dann freies Spiel und können sich besser verbreiten. Und das ist definitiv ein großer Nachteil dieser Methode. Und ja, man würde jetzt vielleicht sagen, okay, dann muss man wieder Pappe drauflegen oder einfach mal ein Jahr Pause machen und einfach mal ein Jahr lang einfach nichts anbauen und nur mit einer Plane abdecken, damit die Wurzelunkräuter absterben. Das geht aber nicht, wenn ich dort schon zum Beispiel meine ganzen Stauden drin habe oder zum Beispiel zwischen den Erdbeeren wächst halt vermehrt auch immer wieder die Ackerwinde. Und da muss ich halt regelmäßig dranbleiben, zumindest bis die Ernte der Erdbeeren vorbei ist, um dort immer wieder die Wurzelunkräuter oder Beikräuter rauszumachen. Denn sonst werden die Erdbeeren einfach hemmungslos überwuchert von der Ackerwinde und von sonst irgendwelchen Beikräutern, die hier noch so aufkommen. Und zwischen den Erdbeeren habe ich auch noch den Knoblauch und den werde ich jetzt auch bald ernten. Ich denke mal noch so 1-2 Wochen, dann kommt der auf jeden Fall raus, damit ich ihn noch gut abtrocknen lassen kann und auch lagern kann. Das wird dieses Jahr eine ganz gute Knoblauchernte, denke ich, denn wir haben ja auch noch den Riesenknoblauch und den zeige ich euch jetzt gleich auch noch, denn hier weiter vorne, das waren jetzt ungefähr so, das Mandala-Beet sind ungefähr 90 Quadratmeter Beetfläche und dann haben wir ja noch die ganzen kleineren Beete hier vorne und das Gewächshaus sind nochmal ungefähr so 12, vor dem Gewächshaus auch nochmal ungefähr 4 Quadratmeter, es summiert sich und dann hier hinten die Fläche, das sind auch nochmal ungefähr 100 Quadratmeter Beetfläche und dann kommt der Folientunnel, das sind 30 Quadratmeter circa und hinter dem Folientunnel kommen dann nochmal einige Quadratmeter, wo wir dann noch die Kartoffeln haben, das kleine Milpa-Beet und die Zwiebeln. Die habe ich so ein bisschen ackerähnlich angebaut, das zeige ich euch dann auch gleich noch. Aber jetzt erstmal hier vorne zu den Gemüsebeeten und zwar teilt sich dieser nächste Bereich, das ist wieder der nächste Kleingarten, die teilen sich auf. Auf der linken Seite sind eben ungefähr 100 Quadratmeter nochmal Kräuter- und Gemüsebeete. Und rechts daneben ist der große Hühnerauslauf und den hatte ich ja neu begrünt. Das heißt, die Hühner sind ja im Moment auf der Streuobstwiese und den Hühnerauslauf habe ich neu begrünt und dort wachsen jetzt fleißig auch einige Kürbisse. Einige habe ich reingepflanzt und einige sind auch von alleine aufgekommen und auch Zucchinis und natürlich die ganzen Maulbeerbäume und so weiter sind ja da drin. Also ein riesiger Maulbeerbaum, der wirklich super trägt dieses Jahr. Da werden wir dieses Jahr sehr viele Maulbeeren ernten können und ich möchte auf jeden Fall ein paar Dürren auch mal ausprobieren. Und ja, und die Gemüsebeete, da bin ich echt total froh über unseren großen Halbstamm. Der hat sich hier richtig toll gemacht. Den habe ich vor 4 Jahren gepflanzt. Das ist der Kaiser Wilhelm. Der schmeckt total gut. Also Kaiser Wilhelm Apfel. Diese Sorte kann ich euch echt empfehlen. Der schmeckt richtig lecker. Und darunter ist eine Baumscheibe aus verschiedenen Blumen, die ich hier in den Gärten bereits vorgefunden habe. Da sind verschiedene Herbstastern drin, die immer wunderschön im Herbst blühen. Eine Herbstanemone ist dort drin und noch andere Sachen. Und ein paar Nelken, so Vexiernelken und ein bisschen Lavendel. Und an dem ganzen Zaun, also die ganze Grundstücksgrenze, dieser ganze Zaun ist ja auch zugepflastert. Das heißt, weiter vorne, wo auch die Beete sind, das Mandala-Beet und so weiter, habe ich ja Brombeeren und meine Kiwis.
Die Mini-Kiwis, die tragen dieses Jahr zum allerersten Mal. Da freuen wir uns so drauf. Das heißt, eine weibliche Pflanze trägt dieses Jahr einige Kiwis. Die männliche blüht wunderschön und die andere weibliche blüht noch nicht. Also das heißt, wir haben zwei weibliche und eine männliche. Und ich habe auch noch mal zwei weibliche nachgepflanzt. Denn ich denke, hier an dem Zaun ist noch ein bisschen Platz. Und die sind aber jetzt noch ganz klein, also das dauert echt bei Mini-Kiwis echt 5, 6, 7 Jahre. Es ist Wahnsinn, wie lange das dauert, bis die das erste Mal tragen. Das heißt, mein Großvater, mein Opa hat mir die hierher gepflanzt, gleich, ich glaube, das war gleich 2018. Und ja, und seitdem stehen sie da und ja, sie tragen zum ersten Mal. Ich freue mich richtig darauf, endlich die auch kosten zu können. Und die halten sich ja auch eine Weile. Das heißt, wenn man die im Oktober erntet, dann halten die auch eine Weile, wenn man sie ein bisschen kühl legt. Und ja, freue ich mich richtig drauf, Kiwis endlich essen zu können von unseren eigenen Kiwis. Und Brombeeren haben wir ja dort und so weiter. Und desto weiter man hintergeht, umso näher kommen wir auch ans Feld ran und umso windiger und stürmischer wird es. Denn auf der anderen Seite des Zaunes ist ja noch einmal eine Reihe Gärten. Und weiter vorne ist das Meer zu alles. Da kommt nicht ganz so viel Wind an, aber desto weiter man hintergeht, umso wilder und umso stürmischer wird es. Und da habe ich dann auch eine Hainbuchenhecke richtig gepflanzt, damit einfach das Gemüse auch besser vor Wind geschützt ist. Das heißt also, die ganze Westseite, der ganze Zaun, das ist ein 100 Meter Zaun, sind wirklich zu gepflastert mit essbarem oder beerntbarem für die Tiere, wie die Hainbuchen sind ja auch beerntbar für die Tiere, wieder als Futter gedacht. Und wenn die dann mal so, ja, 2 Meter hoch sind und ein bisschen dicker, dann halten die auch dann ordentlich was ab, um einfach ein besseres Kleinklima auch zu schaffen. Denn auch im Sommer haben wir immer recht viel Wind hier und es trocknet auch die Böden extrem aus. Und wenn wir dann keinen Regen haben und dann auch noch Wind dazu, dann wird unser Boden, der ja richtig krass lehmig ist, schwer ist, der wird hart wie Beton, wie Staub. Also wir müssen hier wirklich ganz viel mit Mulch arbeiten und müssen versuchen, organisches Material in den Boden zu bekommen, damit der einfach wirklich Humusaufbau betreiben, damit er einfach auch besser die Feuchtigkeit halten kann und das Wasser länger halten kann. Und ich sehe auch wirklich einen Fortschritt an den Stellen, wo ich jetzt regelmäßig gemulcht habe, immer wieder Hackschnitzel aufgebracht habe, auch wenn wir dann immer einen Starkregen haben, das heißt diese ganzen Wetterunbeständigkeiten, die auf uns zukommen, auch mit Starkregen und so weiter. Dort, wo ich schon jahrelang, jetzt diese 3, 4 Jahre, wirklich kontinuierlich immer wieder stark gemulcht habe, auch mit Mist oder mit Stroh oder mit Heu, mit Altem oder eben mit Hackschnitzeln, dort kann das Wasser wirklich nicht weg. Es kann nicht weg, der Boden wird nicht weggeschwemmt, sondern das Wasser wirklich infiltriert in den Boden und diese ganzen organischen Substanzen, die wirken dann wie ein Schwamm und da kann sich der Boden richtig schön vollsaugen und auch die ganzen Obstbäume profitieren da sehr davon, denn ich habe ja auch an meinen Gemüsebeeten und teilweise auch in den Gemüsebeeten einige Buschbäume gepflanzt, einfach auch um so ein bisschen Halbschatten zu erzielen, damit das Gemüse nicht dieser ständigen krassen Sonne ausgesetzt ist. Denn man merkt das schon, dass einige Pflanzen damit sehr zu tun haben. Die kriegen dann verbrannte Blätter und ja, und ich finde, so ein gesundes Kleinklima zu schaffen mit ein bisschen Beschattung und auch ein bisschen mehr Wurzeln, die auch unten alles miteinander verbinden und so weiter, ja, macht das schon sehr, sehr viel mehr Sinn. Allerdings, wie gesagt, wie ich das schon vorhin angesprochen habe, gibt es eben da nicht mehr nur Positives zu berichten. Obwohl ich eigentlich denke, dass die positiven Sachen überwiegen, denn ich habe den Eindruck, dass die Pflanzen das schon eher mögen. Allerdings gibt es dafür auch einige Nachteile, wie zum Beispiel, dass sich eben die Wurzelunkräuter besser vermehren können, weil sie eben ungestört sind. Und auch in den Stauden, die ich ja auch um meine Beete gepflanzt habe oder auch unter den Johannisbeersträuchern und so weiter, dort verstecken sich natürlich auch sehr gerne Schnecken unten drunter. Und die kommen dann natürlich abends rausgekrochen. Die können natürlich sich super unter den Kräutern und den Stauden und überall drunter verstecken. Die fühlen sich hier pudelwohl. Und wir haben dann eben das Problem, dass wir sehr, sehr viele Schnecken
gerade in diesem Jahr haben. Und dass die eben dann auch leichteren Zugang zu unserem Gemüse haben. Und ich merke das eben vor allen Dingen in den etwas wilderen Beeten weiter hinten, wo wir eben, dort habe ich im letzten Jahr Aronia-Sträucher gepflanzt, auch wieder als Hecke im Westen, Aronia, und habe, damit der Boden dort bedeckt ist, ich hatte keine Holzhackschnitzel mehr. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, dann machst du einen lebenden Mulch und habe dort einfach zwischen die Aronia-Beeren Buchweizen und Phacelia eingesät. Ich dachte, machst du auch noch gleich was für die Insekten. Die Phacelia ist auch wieder aufgekommen, die hat sich ausgesamt. Und jetzt sieht es zwar wunderschön aus, das heißt, wir haben dort eben diese Aronia-Beeren stehen, ein kleiner Buschbaum steht dort und die Malven blühen dort wunderschön und auch die Phacelia. Allerdings ist das natürlich dort Schneckenparadies und darunter tummeln sich natürlich Schnecken. Die kommen dann nachts raus und vergehen sich dann an dem Blumenkohl. Und das ist das, was ich letztens schon gesagt hatte, dass ich eben fast keinen Blumenkohl mehr habe, weil die Schnecken schon wieder so aktiv waren. Allerdings, den Fenchel haben sie mir bis jetzt in Ruhe gelassen. Ich hatte zwischen die Blumenkohlpflanzen, weil ich mir schon sowas gedacht habe, auch gleich noch meine restlichen Knollenfenchelstauden oder Knollenfenchelpflanzen gesetzt. Und die haben sie bisher verschont. Das heißt, ich habe jetzt regelmäßig abgesammelt, aber jeden Abend habe ich dafür auch keine Zeit, das immer regelmäßig zu machen. Das sind halt dann alles solche Sachen. Ich müsste eigentlich noch viel mehr Zeit hier aufwenden in dem Garten, jetzt zumindest in der Saison, um hier wirklich ein bisschen Grund reinzukriegen. Oder ich nehme es eben in Kauf, eben auch Pflanzen zu verlieren. Und da kommt auch wieder die Permakultur ins Spiel, denn die sagt auch natürlich Vielfalt. Ja, ich kann zwar jetzt vielleicht keinen Blumenkohl ernten, aber ich habe ja die Aronia-Beeren. Und die Permakultur sagt auch Pflanzen an verschiedenen Orten. Das heißt also zum Beispiel nicht alle Blumenkohlpflanzen in ein Beet setzen, sondern vielleicht nur die Hälfte. Dann noch eine schöne Mischkultur anlegen, wie jetzt zum Beispiel der Blumenkohl mit dem Knollenfenchel oder mit Sellerie. Und dann vielleicht nochmal denselben Kohl an eine andere Stelle pflanzen. Und wenn eben ein Beet abgeknabbert wird, hat man immer noch eine Chance auf das andere Beet. Und so mache ich das ganz mit ganz, ganz vielen Sachen. Das heißt, ich ziehe immer ein paar mehr Pflanzen vor und schaue dann, wo fühlen sich die Pflanzen wohl, wo habe ich vielleicht viel Erfolg gehabt im letzten Jahr mit der und der Kultur und pflanze die Pflanzen einfach an verschiedene Stellen. Und wenn mir eben dort der Schneckendruck sehr groß ist, habe ich die Wahrscheinlichkeit, dass ich an anderer Stelle noch was ernte. Das geht natürlich nur, wenn man ein bisschen mehr Platz hat. Es ist natürlich schwierig in kleineren Gärten. Aber nicht verzagen, das heißt, wenn man wirklich sich die Arbeit machen will und Blumenkohl anbauen will oder Brokkoli, dann sollte man es vielleicht eher in einem geschützteren Bereich tun und dort wirklich regelmäßig hinschauen, wenn man sich die Arbeit machen will. Und wenn man das halt nicht will, dann nimmt man eben den einfacheren Blattkohl. Ja, auf diese das ist jetzt so meine Devise. Und das ist halt auch so ein Thema, wo ich mir dann denke, ja, wenn ich natürlich mehr ernten will, mehr dieses einjährige Gemüse, dann müsste ich einfach mehr auf dieses alte System vielleicht auch zurückgehen. Das heißt also mehr mit dieser Ackertechnik, also einen Acker anlegen, wo man halt seine Reihen hat und in diesen Reihen dann meine 30 Blumenkohlpflanzen anbauen. Und so in der Art, wie es der Selbstversorger macht, der Ralf, der hat ja diesen Acker und er pflanzt dann in diesen Reihen oder eben das Market Garden System. Das fasziniert mich auch sehr, denn dort kann man natürlich auch durch Effektivität sehr viel Ernte von kleiner Fläche erzielen. Und dadurch, dass alles genormt ist, ja, 75 cm breite Beete und das Werkzeug ist dann natürlich auch alles genormt auf diese Beetbreite und es ist schon alles sehr faszinierend. Aber eigentlich fasziniert es mich mehr, so eine Art kleines Ökosystem zu schaffen, so eine Art essbare Landschaft, wo eben vieles durcheinander wächst. Aber wenn man eben weiß, was es für Pflanzen sind, was ich ja tue, denn ich habe ja alle selber gepflanzt, dann kann man natürlich auch sehr, sehr viel Ernte von kleiner Fläche erzielen. Vielleicht nicht ganz so viel eben einjähriges Gemüse, obwohl wir reichlich Tomaten ernten werden dieses Jahr. Ich habe irgendwie 45 oder 50 Tomatenpflanzen.
Das heißt also, da wird es uns nicht fehlen, aber eben Blumenkohl und Brokkoli kann es immer noch wieder sagen. Und ja, und aber klar, wenn man da mehr Zeit hat und sich mehr damit beschäftigt oder vielleicht eben den Blumenkohl und den Brokkoli so anbaut in solchen kleinen Hochbeeten, so Raised Bed Gardens, das fasziniert mich auch sehr. Das habe ich ja hier im Versuch mit meinem Weißkohl und mit meinem Rotkohl. Das klappt sehr gut und vielleicht werde ich einfach noch 2, 3 von diesen Beeten bauen. Und dann dort meine Kohlbeete reinpacken und dann immer natürlich rotieren und mal andere Kulturen mit reinsetzen. Ich weiß es noch nicht. Das ist halt auch so ein Experimentierfeld. Hier zu den Gemüsebeeten kann ich noch sagen, ich habe hier noch einige Stangenbohnen, die jetzt langsam ins Hochranken kommen. Die habe ich jetzt noch mal gedüngt mit ein bisschen Kaninchen. Jauche. Ich habe mir ein paar Kaninchenkötteln eingeweicht in Regenwasser und habe auch schon die erste Brennnesseljauche angesetzt, aber Kaninchenjauche habe ich jetzt verwendet für die Bohnen, weil die sahen auch ein bisschen mickrig aus und die habe ich jetzt auch öfter mal ein bisschen gewässert, weil ich denke auch der Baum, also die Mispel, die dort steht, die wird vielleicht auch ein bisschen Wasser wegnehmen, aber die kommen jetzt. Und ehrlich gesagt hatte ich echt auch nicht so viel Zeit, mich um die hinteren Beete zu kümmern. Ich habe hier wirklich auch nur einfach alles grob durcharbeitet mit der Grabegabel, einmal ein bisschen gelockert, gedüngt mit Kaninchenmist und Pflanzen reingesetzt. Und so stehen auch die Zucchinis, die stehen aber eigentlich ganz gut da, finde ich. Die sind jetzt richtig schön gekommen durch den Regen jetzt nochmal. Und auch der Elefantenknoblauch, der sieht super aus. Den werde ich dann sicherlich in einem Monat ungefähr ernten, vielleicht auch schon ein bisschen eher. Und auch ein paar Schalotten stehen dort noch mit 2 Reihen Möhren. Die werde ich jetzt noch demnächst ein bisschen verziehen und ein Riesenbeet mit Riesenmangold. Das Beet ist eigentlich nur zur Saatgutgewinnung, für den Mangoldsamen da. Und dann weiter hinten, wie gesagt, die Zucchinis und die Bohnen. Und dann noch weiter hinten steht auch nochmal Kohl, der an den Samen geht. Und natürlich ein riesengroßer Kräuterstreifen mit Estragon, Herzgespann, Zitronenverbene, Zitronenmelisse. Ja, und auch einiges, was sich selber ausgesamt hat, wie zum Beispiel Veilchen und der Heilziest ist hier auch. Gewürzfenchel in Massen und der ewige Kohl und auch die Nachtkerze, also richtig viele Sachen stehen hier und eben, ja, und desto weiter man hinterkommt, wie gesagt, desto ein bisschen wüster oder wilder wird es, denn ich habe euch ja schon gesagt, dass wir ganz vorne im Garten angefangen haben und haben uns dann jedes Jahr mit einem Stück Teilbereich nach vorne gearbeitet und man merkt das schon, die Beete, die ich schon regelmäßiger beerntet habe oder wo ich schon regelmäßiger auch Mist eingebracht habe und so weiter, die sind vom Boden und von der Bodenstruktur her auch schon viel besser als jetzt die Beete hier weiter hinten. Und da habe ich eben auch noch ein Problem mit den Wegen. Ich habe ja auch die Wege oft mit Hackschnitzeln gemacht, aber auch durch die Hackschnitzel kommen natürlich die Beikräuter wie die Ackerwinde durch. Und weiter hinten habe ich es jetzt mal versucht, noch mit Klee einzusehen. Und ja, ich habe auch ein bisschen Stroh ausgelegt. Also da bin ich auch noch am Experimentieren, zum Beispiel mit dem Inkarnatklee, den habe ich auch großflächig hier auf diesem Weg, denn das war so ein Schotterweg und da ist ein Haufen Split drin. Und da habe ich mir jetzt gedacht, gut, dann hacke ich den einfach im Herbst auf und schmeiße da ein paar Kleesamen rein und hoffe, dass da einfach Klee und diesen Klee, den ernte ich mir dann regelmäßig ab für die Kaninchen als Futter. Ein bisschen was bleibt stehen zum Blühen. Und dann nutze ich halt den Klee als Wege. Das funktioniert eigentlich ganz gut, aber man sieht dann eben wieder schlecht, wo Weg ist und wo Beet ist. Und das sind halt alles so Sachen, die mich zurzeit stark beschäftigen. Also die Wurzelunkräuter oder Beikräuter. Und und wie gestalte ich am besten meine Wege, ohne dass es so viel Arbeit macht und so viel Aufwand ist. Und ja, und dann gehen wir eben weiter hinter und dort habe ich eben jetzt, das ist der Bereich vor dem Folientunnel, der jetzt komplett neu entstanden ist, wo wir den Folientunnel aufgestellt haben, habe ich natürlich auch gleich das genutzt und habe dann natürlich gleich auch vor dem Folientunnel alles bepflanzt mit ein paar Tomaten und da stehen auch die Kohlrüben
und eben auch noch ein paar Zwiebeln, die ich einfach übrig hatte, mit ein bisschen Mangold. Und da habe ich auch noch mal ein paar bisschen rote Beete eingesät. Aber das wird alles noch. Steht auch noch ein kleiner Pfirsichbaum. Und ja, und diese Baumscheibe von diesem Obstbaum, das ist ein Klarapfel. Ich möchte ja auch versuchen, so viel wie möglich Obst natürlich von uns zu haben. Und ich habe darauf geachtet, als ich meine Sorten ausgesucht habe, dass ich eben die Sommeräpfel dabei habe, die schon im Sommer reif sind, wie zum Beispiel der Schöne aus Bad. Der ist extrem früh reif, der ist schon Mitte, Ende Juli reif. Letztes Jahr war es zumindest so. Und auch der Klarapfel, der ist Anfang August reif. Und so haben wir ab Mitte, Ende Juli schon wieder frische Äpfel, die wir essen können. Und haben natürlich dann auch die Lageräpfel, der rote Eiserapfel, der soll sich bis zu 2 Jahre im Erdkeller halten. Wahnsinn, Wahnsinn. Den habe ich auch gepflanzt als Hochstamm. Aber ihr wisst ja, Hochstämme brauchen ewig, bis sie ins Tragen kommen. Bedeutet, der braucht ungefähr noch 8 bis 10 Jahre, bis der überhaupt was trägt. Aber gut, dafür haben wir ja im Hühnerauslauf noch diesen wunderschönen kleinen Buschbaum, der Cox Orange, der richtig gut trägt jetzt dieses Jahr. Da freue ich mich auch sehr drüber. Und wie gesagt, der Kornapfel, und der hat da hinten eine wunderschöne Baumscheibe aus verschiedensten Sachen, wie den Frauenmantel, der jetzt so schön blüht. Und ja, auch nicht essbare Dinge, wie zum Beispiel die Kuhschelle, die im Frühjahr ja wunderschön blüht und auch gut Insektennektar liefert. Genau, und ja, so zieht sich das da lang, und dann gehen wir in den Folientunnel. Und im Folientunnel stehen jetzt, glaube ich, 28 Tomatenpflanzen. Also über die Tomaten bin ich ganz, ganz glücklich. Ich hatte ja von der Julia nochmal ein paar Tomatenpflanzen bekommen. Herzlichen Dank nochmal dafür. Die stehen fast alle bei mir hier im Gewächshaus. Und einige Tomatenpflanzen, also und die meisten, einige hatte ich ja auch gekauft. Die sind jetzt schon ziemlich groß und einige tragen auch schon Tomaten. Und die meisten, die jetzt noch etwas kleiner sind, das sind die, die ich hatte. Die haben sich aber super gemacht. Das heißt, ich hatte die ja zuzeitig ins Gewächshaus gestellt, und die hatten dann so einen Wachstumsstau und sind sehr, sehr lange nicht gewachsen. Und deswegen sind die auch noch etwas kleiner, aber fangen jetzt auch schon teilweise an zu blühen. Das heißt, ich bin voller Begeisterung für die Tomaten dieses Jahr. Da bin ich wirklich sehr, sehr froh. Die sehen alle super, super toll aus. Bin ich ganz begeistert und super. Und unter die Tomaten habe ich jetzt noch restliche Salatpflanzen, die ich noch hatte, die ich einfach irgendwo hinbekommen musste. Und ich bin auch erstaunt. Ich hätte nicht gedacht, dass in dem Folientunnel sogar der Salat eigentlich ein bisschen besser wird als jetzt hier draußen. Wahrscheinlich hier draußen ist die Sonne einfach so grell. Ich denke, der steht ja ein bisschen geschützter im Folientunnel, und trotz der Hitze und so weiter gedeiht er dort richtig gut, der Salat. Also werde ich jetzt immer so machen, dass ich zwischen alle Tomatenpflanzen auch Salate setze. Und außerdem Basilikum, der schön angewachsen ist, den habe ich einfach immer so, ich habe den ja ausgesät in einem großen Topf, und dann habe ich einfach mir immer so kleine Teile rausgenommen und die dann als kleine Büschel gesetzt, auch unter die Tomaten und Auberginen. Und habe ich auch versucht, Melonen drin anzubauen. Die Wassermelonen wachsen einfach nicht vom Fleck. Werde ich vielleicht nächstes Jahr nochmal probieren. Und die Honigmelonen, ist eine leider auch wieder von den Schnecken gefressen worden, und eine kommt. Da hoffe ich, dass wir wenigstens eine Honigmelone dieses Jahr haben werden. Ja, das ist auch halt wieder so eine Sache, ne? Da hinterher sein mit diesen ganzen Sachen, regelmäßig die Schnecken abzusammeln, und dafür fehlt mir einfach die Zeit. Und dann, ja, dann ist es eben gerade in dem Stadium, wenn die Pflanzen so mini klein sind, schwierig. Ja, und dann gehen wir einfach nochmal weiter nach hinten. Das heißt, das war der Folientunnel. Herzlichen Dank nochmal, muss ich jetzt einfach nochmal sagen, an FVG Folien. Ich packe euch den Link gerne nochmal unten rein, wenn ihr da mal reinschauen wollt. Das ist ein Profitunnel, der Römi-Profitunnel. Ja, und dann gehen wir einfach nochmal weiter nach hinten. Und dort ist jetzt der kleine Mini-Acker sozusagen. Und dort haben wir jetzt eben die Zwiebeln. Da habe ich einfach eine Reihe Zwiebeln gesteckt. Ich wollte ja auch mal wirklich mehr Zwiebeln haben von uns. Und die sehen wirklich gut aus. Und in der Mitte hatte ich eine Reihe Möhren gesät. Allerdings sind diese Möhren gekeimt, super toll gekommen, alles schön, und wurden auch wieder von den Schnecken abgefressen. Jetzt habe ich nochmal nachgesät.
Und jetzt hoffe ich einfach, ich habe heute wirklich extrem viele Schnecken dort hinten abgesammelt, habe aber die Befürchtung, dass die das schon wieder abgefressen haben. Ich warte jetzt noch mal eine Woche, wenn bis dahin nichts kommt von Möhren, sehe ich noch einmal nach. Es ist einfach so, ich werde jetzt regelmäßig hintergehen, immer mal absammeln, die Schnecken. Und ja, es ist halt schwierig. Und daneben habe ich ein Milpa-Beet gepflanzt aus Mais. Und ich habe jetzt auch also Mais und Kürbis und habe jetzt auch noch ein paar Bohnen rundherum gesteckt, so ein paar kleine Kletterbohnen. Mal gucken, ob die dann am Mais lang hochranken. Die sind noch nicht gekeimt. Der Mais muss ja erstmal ein bisschen Vorsprung haben, denn die Bohnen wachsen ja dann recht schnell. Und ja, also bin ich gespannt. Und ganz hinten ist ja unser kleiner Kartoffelacker und mit der Fläche kommen wir ungefähr ein halbes Jahr hin, fünfköpfige Familie, ungefähr ein halbes Jahr, und die anderen 2 Zentner, ich schätze mal 2 Zentner Kartoffeln werden wir davon ernten können. Zumindest war es letztes Jahr so, da hatten wir nicht ganz so viel, da haben wir 1,5 Zentner oder 1¾ Zentner geerntet. Und das sind einfach Mulchkartoffeln, habe ich euch auch gezeigt, wie wir die gepflanzt haben. Ich finde, die sehen super aus, die stehen spitze da. Ganz, ganz klasse, bin ich richtig begeistert von diesen Mulchkartoffeln. Und dafür, dass ich dann nichts mehr mache das ganze Jahr über, außer noch zu ernten, ist das für mich eine lazy Farmer Technik. Für mich ist das super, weil ich würde sonst die Arbeit einfach auch nicht schaffen, dann noch die Kartoffeln anzuhäufeln und alles. Das würde ich einfach nicht schaffen. Und deswegen, ja, freue ich mich total auf die Kartoffelernte dieses Jahr. Ja, und was haben wir denn dann hinten noch? Naja, so ein bisschen was Gepflanztes. Ich habe ja wieder so einen chinesischen Gemüsebaum da noch hingepflanzt und eine Pekannuss. Und das habe ich alles letzten Herbst gemacht. Da habe ich wirklich etliches gepflanzt. Noch einen Bluthasel, also einen rotlaubigen Haselnuss. Und einen Maulbeerstöckling. Und das soll dort hinten eigentlich mal so ein kleiner Food Forest werden, also so ein kleiner Waldgarten. Und bis natürlich die Bäume mal so groß sind, dass es wirklich ein Waldgarten werden kann, kann ich natürlich die Fläche noch als Acker nutzen. Und das mache ich jetzt auch. Und dann muss ich natürlich auch wechseln. Das heißt, die Gemüsebeete werde ich dann wahrscheinlich mal hier so ein bisschen umackern. Und dann kommen die Kartoffeln hier rein und dann die rote Beete und was ich hier alles habe und der Knoblauch dann hinten rein. Da werde ich mir dann noch was überlegen für die kommenden Jahre, dass wir dann hier auch ein bisschen wechseln können und die Kartoffeln trotzdem noch, ja, ihren Platz bekommen. Denn das ist ja ganz wichtig, ja. Also mein Ziel war es dieses Jahr wirklich, so viel wie möglich Kartoffeln anzubauen. Für ein halbes, dreiviertel Jahr, wie gesagt, wird es ungefähr reichen. Und Kartoffeln, Zwiebeln habe ich 300 Stück gesteckt. Da habe ich auch so gerechnet, ungefähr für jeden Tag so circa eine Zwiebel. Nicht ganz, aber das reicht. Also wir kochen sehr viel. Ja, wir kochen ja jeden Tag und manchmal gibt es ja auch Gerichte ohne Zwiebel. Aber häufig gibt es natürlich die obligatorische Zwiebel, die den Geschmack gibt, ja, die vorher angebraten wird mit rein. Deswegen war es mir wichtig, einfach dieses Jahr, denn mit Kartoffeln, Zwiebeln und Ei lässt sich schon echt viel machen. Kann man ganze Gerichte damit gestalten, noch ein paar Kräuter drüber, ein bisschen Petersilie und man ist fertig. Und wir haben ja unsere eigenen Eier, also von den eigenen Hühnern. Und ja, Zwiebeln haben wir dann rund ums Jahr. Eier haben wir, also Kartoffeln haben wir dann fast rund ums Jahr. Die restlichen Kartoffeln kaufen wir dann immer vom Bauern zu, unseres Vertrauens. Das machen wir schon Jahre hier aus der Region. Und da kaufen wir dann nochmal so 1,5 Zentner dazu. Und dann haben wir unseren Kartoffeln für den Jahresbedarf rein. Äpfel werden wir hoffentlich auch wieder für den Jahresbedarf haben. Bis März, April kommen wir mit den Äpfeln hin. Und wenn wir natürlich dann noch unseren Eiserapfel irgendwann haben oder unsere Goldparmene hier, die im Waldgartenbeet steht, das ist auch ein Hochstamm, da können wir dann wirklich Massen an Äpfeln ernten. Tja, und dann gehen wir von da aus ganz einfach mal weiter hinter auf die Streuobstwiese. Das sind ja jetzt unsere Hühner und die werden jetzt auch bald wieder umgesetzt. Das heißt, sobald wir die Wiese abgemäht haben, was wir jetzt in den nächsten Tagen auf jeden Fall machen werden, werden dann die Hühner eins weitergesetzt, sodass sie die Wiese nicht so sehr beschädigen und das Gras nicht so sehr beschädigen und das dann erstmal wieder schön nachwachsen kann. Und im Oktober, November gehen die Hühner dann wieder in ihren Winterauslauf. Der ist bis dahin begrünt.
und ich möchte den Auslauf in drei verschiedene Teile einteilen. Ein Teil, zu dem sie immer Zugang haben, und zwei Teile, wo sie dann eben eine Wiese haben, wo sie dann immer abends noch eine Stunde mal drauf dürfen, um sich ihre grüne Ration auch zu holen. Und damit sie die Wiese eben nicht kaputt machen, dürfen sie dann eben immer abends mal eine Stunde drauf, bevor sie sozusagen von alleine in den Stall gehen. Dann können sie noch ihr Grünzeug knabbern, aber ich habe nicht immer ganz so viel Arbeit. Und sie haben eben nicht immer diesen leeren, nackigen Auslauf, der total zertrampelt. Und ja, ich finde das eben immer nicht so schön, wenn die Hühner dann immer in so einem kargen, leeren Auslauf rumlaufen müssen. Und deswegen begrüne ich den. Ja, genau. Und ja, und das war es eigentlich schon. Das heißt schon, ja, auf der anderen Wiese, wo wir ja auch noch die beiden großen Nussbäume haben, dort sind jetzt noch die Kaninchen, sind noch die Rammler. Die haben halt alle so einen extra Stall, wo sie eben auch die ganze Zeit auf Grün sein dürfen und eben Grünzeug fressen. Und eben auch die Glucken, da haben wir noch zwei Gluckenställe, wo eine schwarz-weiße Glucke läuft mit drei Küken, die sie ausgebrütet hat. Und unsere Blumenhenne, die hat ja auch die wunderschönen Küken ausgebrütet. Und dann haben wir unsere Krankenstation, unsere depressiven und kranken Hühner, ja wirklich, unsere Hähne. Also wir werden unseren einen Olafhahn verkaufen müssen, weil die Hähne zu viel Druck auf die Hennen ausüben. Und wir haben jetzt einfach die Hennen, die zu stark beansprucht wurden von den Hähnen und die teilweise auch schon verletzt wurden oder wo wir eben einfach gesehen haben, die haben sich immer öfter verkrochen oder haben sich abgesondert. Die haben wir jetzt erstmal rausgenommen aus dem Bestand, aus der Gruppe, und die haben jetzt erstmal so eine Art Einzelstall bekommen für sich, und damit sie sich dort einfach ein bisschen, ja, es gibt halt immer mal Probleme, das ist halt so, es ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und wir müssen dann halt sehen, wie wir darauf reagieren. Wir müssen auf jeden Fall einen Hahn rausnehmen. Das wird jetzt erstmal der Urlaubhahn sein. Und dann werden wir sehen, ob dann wieder mehr Ruhe in die Gruppe kommt, ob ich die dann wieder zurücksetze, wie sich das dann wieder weiter verhält. Müssen wir halt beobachten, dass sich die Tiere natürlich auch wohlfühlen und nicht ständig gestresst werden von den Hähnen. Es ist halt ganz wichtig, dass eben nicht so viele Hähne auf zu wenig Hennen kommen. Ja. Für die Bruteiproduktion ist das natürlich wieder ungünstig. Da sagt man natürlich immer ein Hahn auf 5 Hennen. Und wir haben jetzt ein Hahn auf 7 Hennen. Also das wäre eigentlich komplett in Ordnung. Aber mir geht es ja auch um das Wohl der Tiere. Und deswegen muss ich einfach eine Lösung finden, eine Alternative finden. Ja, gibt also, wie gesagt, immer wieder Sachen, um die man sich kümmern muss und sollte. Und eben schauen, wie es den Tieren geht natürlich. Ja. Und das ist schon eine große Aufgabe. Also das ist halt auch ein Projekt, was natürlich nicht geht, wenn, also es fragen natürlich immer alle, bist du noch berufstätig? Ja, mein Beruf ist YouTube, ich bin selbstständig und ich schreibe einen Blog und ich habe ja den kleinen Online-Shop und ich drehe Videos für euch. Das ist praktisch mein Beruf und natürlich hier im Garten die ganze Arbeit zu machen. Daniel hilft mir, mein Mann, der ist halt Vollzeit arbeiten, und er hilft bei solchen Arbeiten, wie er macht halt das Bauliche. Wir nehmen uns immer jedes Jahr im Winter ein Projekt vor, zum Beispiel einen Hühnerstall bauen oder ein neues Dach auf dem Hühnerstall setzen oder so. Das macht er dann über den Winter, oder die Kaninchenvoliere hat er letzten Winter gemacht. Und da nimmt er sich immer über den Winter, weil da nicht so viel los und zu tun ist, immer ein bauliches Projekt vor. Ja, und im Sommer über hilft er mir natürlich beim Rasenmähen. Die Wege müssen regelmäßig gemäht werden. Ich nehme dann natürlich immer den Grasschnitt gleich als Mulch. Und er kümmert sich auch um die Streuobstwiese, dass dort das Gras gehauen wird. Und manchmal hilft er mir auch mit, zum Beispiel ein paar Beikräuter rausmachen, wie jetzt zum Beispiel die Ackerwinde, oder mal ein paar Erdbeeren ernten, sowas halt. Und wenn eben mal Not am Mann ist oder an der Frau, wenn ich eben mal wirklich zu viel zu tun habe, und ich dann hilft er mir schon auch ab und zu. Aber die gärtnerische Arbeit ist eigentlich größtenteils an mir, und auch mich um die Tiere zu kümmern. Teilweise mistet er auch mit aus, aber jetzt im Sommer brauchen wir gar nicht so viel misten. Wir
nehmen ja auch gerne die Hackschnitzel als Einstreu für die hier für die Hühner. Und was er halt oft macht, ist einfach den Hühnerstall mal ausmisten. Und ich miste vorne die Kaninchen, weil ich natürlich auch gleich den Kaninchenmist wieder als Mulch verwende. Zum Beispiel eben auch an Hecken und Sträuchern. Und da das Gärtnerische nicht so sein Ding ist, sondern eher meins, ist das dann halt eher mir vorbehalten. Ist halt einfach so. Und ja, das ist halt eher so ein bisschen mein Gartenprojekt. Und er unterstützt mich natürlich sehr, sehr, sehr mit dem Baulichen, denn das könnte ich nicht. Und da bin ich wirklich sehr dankbar, dass er mir da so viel hilft und mir eben ja, Dächer repariert und Volieren baut und sowas. Denn wir haben ja keinen Dreiseitenhof, was ja eigentlich mal ursprünglich so ein bisschen mein Traum war. So einen richtigen, echten Dreiseitenhof mit so einem richtig schönen, großen Stück Land hinten dran. Das ist toll. Und ja, wir haben es jetzt auch total schön, aber wir müssen uns eben dadurch, dass wir eben keine Stallungen schon fertig haben, müssen wir die eben selber bauen. Und so geht es halt jedes Jahr ein bisschen ein Stückchen voran. Und das ist auch gut, dass es wirklich in so kleinen Schritten geht, weil dann weiß man auch, wo seine Grenzen liegen. Man kann sich langsam rantasten, man kann schauen, wie weit kann man wirklich gehen mit der ganzen Sache hier. Und gerade mit so kleinen Kindern ist es natürlich wichtig, auch sich nicht ganz so sehr zu übernehmen, weil man ja auch noch ein bisschen Nerven und Kraft für die Kinder braucht. Genau. Ja, das war jetzt ganz schön viel, was ich euch erzählt habe. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Ihr habt wieder ein bisschen einen Eindruck bekommen, was wir jetzt hier alles gemacht haben. Wie gesagt, es wird ja jedes Jahr ein kleines bisschen mehr. Deswegen, man darf das eben nicht so sehen, dass wir das alles hier in einem Jahr oder so gemacht haben, sondern das ist wirklich, ja, das sind Prozesse, das sind Schritte. Das ist ja dann irgendwann so ein Lebenswerk, was man dann eben irgendwie schafft. Und das kann man natürlich nicht innerhalb von 2 Stunden mal schnell auf die Beine stellen. Und ich glaube, das ist eben auch etwas, ja, was in unserer heutigen schnelllebigen Zeit so ein bisschen verloren gegangen ist. Ja, man muss immer ganz schnell irgendwelche Ergebnisse erreichen oder ganz schnell irgendwelche Aufgaben lösen und ganz schnell irgendwelchen Erfolg haben. Aber gerade im Thema Garten und gerade wenn man eben so Bäume und Sträucher mit einfügt, dauert das einfach seine Zeit, bis etwas gewachsen ist. Und es ist aber auch toll, weil ich gehe jeden Abend noch einmal durch den Garten und schaue und mache natürlich alles zu und versorge die Tiere nochmal, gucke, ob alle noch was zu futtern haben und was zu trinken. Aber genauso gehe ich auch zu meinen Bäumen hin und ich fasse mal die Rinde an und bedanke mich, also so innerlich, ja, dass sie so schön gewachsen sind und freue mich einfach drüber. Und das ist auch eine Art von Lebensfreude und es gibt das gibt einem so richtig viel Lebensenergie, wenn man eben dann sieht, wie seine Schützlinge, also diese Pflanzen dann eben auch wachsen für einen und die geben einem dann auch so viel zurück, eben in Form zum Beispiel von Früchten oder einfach in Form von Schatten oder in Form von Rauschen, wenn der Wind durchgeht und so. Und das ist einfach wunderschön. Und ich kann einfach nur allen Menschen empfehlen, sich ein ganz kleines Stück Mini-Garten zuzulegen, auch wenn es nur auf der Terrasse ist oder auf dem Balkon. Und da einfach sich so einen kleinen Stapeltopf hinzustellen und ein paar Pflanzen reinzustecken und die jeden Tag zu beobachten. Denn ich finde, das gibt einfach ganz viel Lebensfreude. Und in dem Sinne sage ich jetzt erstmal Tschüssi. Ich bedanke mich wieder bei euch natürlich für eure Spenden, für eure Likes, für eure Kommentare. Ich bedanke mich bei den Mitgliedern und ich sage jetzt erstmal Tschüss. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß auch beim Gärtnern. Schreibt mir gerne nochmal in die Kommentare, was ihr euch jetzt gerade wünscht von mir. Ich werde wahrscheinlich dann euch wieder zeigen, wie ich verschiedene Sachen hier mache und auch wie jetzt die ersten Ernten losgehen. Das heißt, wir beginnen jetzt gerade, die Erdbeerernte geht jetzt los. Wir haben schon einen kleinen Erdbeerkuchen gebacken und natürlich essen wir auch sehr viele Erdbeeren roh. Salate werden geerntet,
Holunderblüten eingekocht. Kann ich euch auch gerne noch mal hier oben zeigen in dem Video. Jetzt ist gerade die Zeit, nutzt es noch. Jetzt noch Holunderblüten, die sind nämlich schon fast wieder am Verblühen. Ja, in dem Sinne jetzt erstmal Tschüssi und bis zum nächsten Video.